Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier bei Anno 1602 mit der, 106. Folge, heute vorproduziert am 30.11. Herzlichen Dank auf jeden Fall an SummerHill73, der oder die mir am 3.11.2019 ein Abo dagelassen hat. Herzlichen Dank dafür, du warst Herz Nummer 58. So, der Timer startet, Pausenmodus verschwindet, ich will jetzt endlich wissen, wie es hier weitergeht. So, es gibt sicherlich auch einige von euch, die das wissen wollen. Dich ziehen wir mal wieder zurück, den Konto werden wir doch nicht vernichten, weil ich habe das Gefühl, dass er so gut wie vollkommen vernichtet wird hier. Wenn dem sein Konto einstürzt, ist vorbei, ne? So, und eigentlich wollte ich euch jetzt hier bloß rumziehen lassen. Muss ich aber nochmal gucken wegen der Marktplätze. Ja, dass wir den Marktplatz jetzt hier wegbekommen. Und wenn der richtig eingestürzt ist, setzen wir da eine Kirche hin. Vorausgesetzt, ich krieg da selbst noch einen Marktplatz hingequetscht. Könnte sein. Ja, dann müsste ich hier vielleicht noch selbst einen Marktplatz so schnell wie möglich hinsetzen, sobald der hier einstürzt, da eine Kirche draufsetzen. Und dann hoffen und bangen und warten, dass er sich selbst da nochmal einen Marktplatz so hinsetzt, dass er die Kirche übernimmt. Mache ich ihm hier so viel kaputt, verdammt! Boah, muss auch 383, die arme Sau. Er tut mir echt ein bisschen leid. Das tut mir wirklich leid. Aber es geht mir doch nur darum, dass wir diese Mission endlich erfüllen. So, ich will gar nicht meine Bilanz sehen. Ja, obwohl doch, ich habe wieder was verkauft, okay. Ja, ich glaube, der Goldverkauf und so, der rettet uns gerade so ein bisschen den Hintern. Aber wo zur Hölle läufst du eigentlich lang, wenn ich mal fragen darf? Du hast den kleinen Ohr noch nicht gehört, oder? Sagt er zu einem Kanonier. So, mach mal F7. Rückentwicklung geht weiter voran hier. Oh, was? Das Ding aber flott hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Och, nö! Verfluchte noch eins. Da muss es leider auch der Marktplatz hier sein. Es tut mir leid. Ernsthaft? Ihr werdet von Piraten angegriffen. Ach, verzieh dich, Junge! Aber jetzt ja keine Zeit für. So. Zack. 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 So, der Marktplatz ist jetzt auch hinüber. Was macht der hier in der Mauer rum? Dein Ernst? Mach doch lieber den Marktplatz da weg, Mann! Ich finde doch, muss eine Kirche schenken! Echt ärgerlich, dass das jetzt hier nicht geht, ne? Hat man nochmal Material drauf? Oh, da oben wird immer mehr frei. Nein! Der muss sich das alles wiederholen. Verdammt! Schnurzelchen, was machst du denn da oben? Jetzt lass mich doch mal da ran. Ja, es geht nicht, weil hier der Kontorbereich ist. Also ich muss jetzt darauf warten, dass das Ding hier kaputt geht. Damit ich hier selbst irgendwo Marktplatz so weit wie möglich vorne setzen kann. Wahrscheinlich könnte es hier funktionieren. Aber halt nur wahrscheinlich. Och Mensch! Willst du denn jetzt hier? Lass doch meinen Kakao in Ruhe. Volle Breitseite. So, geh du dich mal reparieren. Ja, Robin, greif den Piraten mit einem Handelsschiff an. Macht ganz viel doll Sinn. So, warum habe ich die Blue One noch nicht ausgerüstet? Weiß ich auch noch nicht. So. Da hätte ich die jetzt eigentlich hinschicken können. Hallo? So. Du reparierst mal bitte. Wir schauen zu, dass hier hoffentlich endlich mal der Marktplatz einstürzt. Warum stehst du hier und guckst in die Richtung? Ah, ich muss den hier auch noch kaputt schießen, ne? Verdammt. Oder nee, das könnte klappen, das könnte klappen. Wenn der hier weg ist,
Dann müsste ich die Möglichkeit haben, hier oben selbst einzubauen. Um wiederum hier endlich die verdammte Kirche reinzusemmeln. Habe ich gerade wirklich verdammte Kirche gesagt? Tut mir leid an die religiösen Zuschauer da draußen. Oh, komm schon. Dann mache ich dir halt Druck. Wenn du gar nicht erst auf die Idee kommst, hier noch was zu setzen. Da hinten kannst du behalten. Oh, die arme Sau. Mann, Mann, Mann. Jetzt geht er auf Pioniere zurück. Ah, die eine Folge nenne ich Wachstumsbemühungen und die hier kann ich wahrscheinlich Devolutionsbemühungen nennen. Keine Ahnung. Fällt mir ein, der Arzt kann weg, den brauchen wir nicht. Kommt keine Gegenwehr mehr. Du reißt doch die Hütte ab, Mensch. Warum verteilt ihr euch hier überall, sagt mal? So. Du musst jetzt einfach nur für mich ein bisschen Gelände freigeben, dann verlasse ich dich auch so schnell es eben wieder geht. Glaub mir. Glaub mir bitte. Mann! Aber F7. Will doch einfach nur helfen. Mann! Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Jetzt geht ihr vielleicht zu euren Kollegen darüber. Jetzt. Warum komme ich denn da oben jetzt nicht ran? Nein! Du willst mich doch verkackalbern hier. Ich mach den gleich noch platt, wenn es hier so weitergeht. Nein! Hat der hier echt einen Marktplatz noch reingesammelt oder stand der schon die ganze Zeit da und ich hab's nicht mitbekommen? Oh, wie ärgerlich. Das ist jetzt dezent doof gelaufen. Und warum läufst du wieder durch die ganze Weltgeschichte, wenn ich mal fragen darf? So, ich wollte hier die Schmiede weghalmern. Zumal der Marktplatz da an sich auch keinen Sinn ergibt. Er hat hier Kontor. Achso, er wollte einfach nur sicherstellen, dass ihm da hinten das nicht verloren geht, was jetzt in Richtung unserer Angriffsrichtung gewesen ist. Jetzt. Alter, und wehe, du nutzt das nicht für dich, Junge. So. Ich ziehe mich wieder zurück. Problem ist nur, ich glaube, der wird da jetzt auf die Schnelle keinen neuen Marktplatz setzen. Ist das jetzt auch meine? Lass mal ihn mal stehen. So, ihr zieht euch mal schön gepflegt wieder zurück. Ich würde da so lachen, wenn er jetzt trotzdem aufsteigt, ne? Weil der Einzugsbereich doch irgendwie gezählt. Sag mal, du hast den Klang auch wieder nicht gehört. Zurück mit dir, Mensch. Entschuldigung. So, ich würde sogar so weit gehen, dass ich den Marktplatz hier schon abreiße. Schicken wir die Jungs gleich wieder auf ihre Schiffe zurück. Achso, Baumaterial wollen wir natürlich nicht verschenken, ne? Können wir selber ja noch gebrauchen, immer wieder mal. Kannst du eigentlich schon mal nach Hause fahren, das Zeugs? Wie sieht's zu Hause überhaupt aus? So am Rande gefragt. Die Nahrung ist immer noch so ein Thema. Das ist ehrlich gesagt sehr ärgerlich. War ich hier? Nee. War doch richtig hier. Da wollte ich hin. Auch mal zwei Fischerhütten dazu. Vielleicht reicht das schon, um das Pendel wieder nach oben schlagen zu lassen. Hauptsache, ihr werdet nicht mehr. Und ihr auch bestenfalls nicht weniger. Ansonsten muss ich mir wirklich noch so eine kleine Furzinsel hier schnappen und da noch ein bisschen Nahrung drauf machen. So, Schnurzel, was hältst du denn davon, wenn du hier nochmal was baust?
Ich nehme mal nicht an, dass du mit Frieden einverstanden wärst. Setzt neuen Kurs. Können wir mal schauen. Überprüft eure Handelsrouten. Was soll denn durch der Frieden kosten? Der ist pissig, aber so richtig. Warte, das 100.000 oder 10.000? 10.000. Ja, der möchte natürlich, dass wir vorher abziehen, ne? Hat aber eigentlich gehofft, ich kann ihm jetzt irgendwie noch ein paar, noch ein bisschen was zuschustern. So ein bisschen Geld, so ein bisschen Baumaterial und alles, damit er sich hier wieder hochbaut. Er baut sich nicht mal mehr ein Konto. Es kann sein, dass ich ihn kaputt gemacht habe. Ich weiß nicht. Aber ich habe einfach die Angst, dass wenn ich jetzt hier den Marktplatz abreiße, dass er dann die Kirche vergammeln lässt, statt sie einzunehmen. Oh, er hat ein Konto gebaut. Okay, das ist schon mal ein Fortschritt. Ups. Ich glaube, ich habe da noch mehr kaputt gemacht. Mach mal den... Ach, den Konto kann ich erst zum Schluss abreißen. Ach, Junge, bau jetzt hier irgendwie Marktplatz so, dass der Einzugsbereich da bis hin reicht. Das wäre jetzt schon echt super. Bau den irgendwie hier ringsherum. Ist mir scheißegal wie, aber mach. Guck mal, ich mach dir auch ein bisschen Platz. Ne, kann ich gerade nicht. Ich habe das Werkzeug nicht dabei. Fahr mal die Jungs nach Hause. Meine, tapfer waren sie jetzt nicht. Die haben ja eigentlich nicht wirklich gekämpft, ne? Ich probiere es mal so, dass ich den Marktplatz nochmal anders setze. Achso, ist schon da. Zack und zack. Setze ich den Marktplatz jetzt einfach nur hier so drauf. So. Dann kommt der wieder weg. Dann hat er hier unten wieder die Möglichkeit, sich auszudehnen. Dann hoffe ich, dass er sich da irgendwo in den Marktplatz reinzimmert. Es kann aber natürlich auch passieren. Deswegen werde ich jetzt mal speichern unter LP03. Gesichert. Kann auch passieren, dass jetzt Rot oder Weiß hier ankommen. Dann ist Polen offen, ne? Junge, bau doch einfach irgendwo einen Marktplatz, Mann! Ich weiß gar nicht, kann jemand, der mit mir im Krieg ist, ein Schiff von mir kaufen? Geht das? Glaube nicht, ne? Vor allem, wie kann ich auch steuern, dass das ausgerechnet der Gelbe ist, der es kauft? Das hätte ich einfach ein Schiff vollgepackt mit Material. Das er bauen kann. So, du kannst wieder zurückfahren. Du lädst die Männer aus. So, kommst du dahin. Und jetzt kommen die Männer natürlich nicht raus, wa? Waffen sind alle? Ach, hier zwischen geht noch, okay. Ja, geht ihr mal da rein, dann kriegt ihr da auch noch einen kleinen Paradeplatz. Einen kleinen. So. Warum? Geht doch einfach dahin, wo ich es euch gesagt habe und nicht in diese Sackgasse rein und bleibt nicht einfach auf meinem Weg stehen. So kriegt ihr kein Freibier. So, dich reparieren wir mal hier. Zack. Eieieiei. Ich glaube, bei dem ist das Hoffnung mal ein bisschen verloren, ne? Schiffsreparatur beendet. Finde ich gut. So, du hast das Material nicht weggefahren, obwohl ich es dir gesagt habe. Würze läuft. Oceanis. Ach ja, die sollte eigentlich noch Nahrung transportieren, aber wir haben selber fast zu wenig für uns. Verdammte Axt, ne? Wie läuft denn jetzt hier die Bäckereigeschichte? 90%, 92%, 100%. 100%, super. Okay. Und wie fährt er denn? 91, okay. So, da ist er. Ja. Wirst nicht mehr los von dem Zeugs. War mir schon fast klar. Sag mal, Robin, wie blöd bist du eigentlich? Du hast hier eine Rieseninsel und baust da keine Nahrung drauf ab.
mal ein paar ordentliche Stapel draus. Zack, zack. Dann kann der Gewürzhaini hier auch aufhören. So. Überprüft eure Handelsrouten. Ich überprüfe hier gar nichts. Kannst mich dazu nicht zwingen. So, es nimmt aber wenigstens die 100 Tonnen mit. Auch wenn wir sie nicht brauchen im Moment. Sagt mal, was macht ihr denn hier? Formation! Geht doch. Hast du jetzt endlich mal... Nee, hast du nicht. Ah. Okay, ich gebe nochmal ein LP03-Safe. Gespeichert. Reiß jetzt den Marktplatz ab. Und die Kirche verschwindet. Okay. Dann hat sich das erledigt, das Thema. Dann laden wir den wieder. No! Er kriegt halt nur die Sachen erobert, wo er auch einen Einzugsbereich hat, logischerweise, ne? Ich mag das hier so setze. Irgendwo, dass ich nochmal umbaue, ein bisschen. Das würde mehr Sinn ergeben, ne? Verdammt. Mach mal das Gedönse hier weg. Vielleicht räumen wir auch mal richtig auf. So. Ja, muss ich nochmal Baustoffschiff losschicken. Setzt neuen Kurs. Du bist auch angekommen, sehr fein. Und dann lass das Zeugs mal ab hier. So. Wenn es eigentlich wieder runterkommt, vielleicht kriegst du ja diesmal was mit. Dann nehme ich immer so viel Holz mit, Robin. Machen wir hier 20, hier von 10. Sollte lang. Wollen ja nur eben umbauen. Aber auch echt einen fiesen Keil da in seine Insel reingetrieben, ey. Tut mir wirklich leid. Aber irgendwie muss ich es doch schaffen, dass er seine verdammte Kirche mal gescheit setzt. Jetzt sage ich schon wieder verdammt, der Satz. Tut mir leid. So, den Marktplatz setzen wir so, dass die Kirche gerade so im Einzugsbereich ist. Ja, damit wäre sie drin. Jawohl. Und jetzt müssen wir bangen und hoffen, dass er hier irgendwo noch einen Marktplatz errichtet. Um sich den Teil der Insel zurückzuholen. Wir machen wieder F7. Hat er sich die Getreidefarm da gesetzt. Du kleiner Schlawiner, ey. Dann setzt dir doch auch die Marktplätze wieder so. Oder lass mich raten, dein Skript ist so stur, dass du an der Stelle, wo vor der Marktplatz stand, wo jetzt aber die Kirche steht, dass du da jetzt trotzdem unbedingt den nächsten Marktplatz setzen willst? Das wäre fies. Das wäre nicht nur fies, das wäre sogar dumm. Ach nee, was willst du noch machen mit dem Typen, ne? So. Kommst du jetzt auch hier hin? Ich würde ihm so gern einfach den Frieden erklären, dass der hier in Ruhe bauen kann. Aber vielleicht hat er sich jetzt beruhigt. Vielleicht möchte er jetzt. Nö. Na, pass auf, wir werden es nochmal speichern. Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich ihm immer wieder das Geld zuschuster. So, Friedensangebot und Handelsangebot sind am Laufen. 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Ich glaube, der will nicht. Ich hab keinen Bock. Überprüft eure Handelsrouten. Ich find's auch ziemlich fies, dass er den Tribut nimmt, aber das Angebot hier oben nicht annimmt, ne? So, jetzt bin ich pleite. Schön. Und baust du irgendwas? Nö, ne? Geht natürlich nicht. Er macht's nur, wenn ich von der Insel komplett abziehe. Blöd. Für mich. Sogar ziemlich blöd. Gut, wir laden den Spielstand neu. Shift und F8. Dann bauen wir hier mal in Ruhe
unsere Nahrungsproduktion auf, ne? Könnten wir sogar das Alkoholschiff ersetzen durch das Kriegsschiff hier. Oh man, die Ladung von Bord. Ja, die Idee gefällt mir. Wo denn? Drei Beute lauern euch auf. Alles klar. Volle Breitseite. Gebt Breitseite. Der hat doch echt Chlor gesoffen, oder? Volle Breitseite. Oh, aus dem machen wir Hacksülze. Ja, nee, ist klar. Hab's kapiert. So, können die Kleinen gleich mit dazu stoßen. Dann müssen wir unsere Gewürzbrote reparieren. Die werde ich jetzt auch umbenennen, nur auf Gewürze. Dann nehmen wir hier auch die Nahrung wieder raus. So. Fahren wir hier ran. Reparier dich mal. Nebenbei kannst du Gewürze ausladen. Komm mal hin, fast 20 Tonnen. So. Ihr seid jetzt mein Einsatztrupp. Du bist die neue Alkoholroute. Dich nehmen wir dann Alknahrung. Zack. Nochmal. Zack. Dann dahin. Dahin. So. Zweimal Alk nimmst du mit. Zweimal Nahrung nimmst du mit. Und das lädst du hier jeweils wieder aus. So. Ich nehme dann eigene Nahrung, habe ich gesagt. So. Und viel Spaß bei der Fahrt. Du darfst auch wieder losfahren. Du wirst als nächstes repariert. Setz die Vorsegel. Und die alte Alkroute. Wo auch immer sie gerade ist. Ach, sie holt gerade Tabak, ne? Ja. Dich werden wir jetzt umschichten. Du fährst mal kurz hier rüber. Lädst du einfach den ganzen Suff ab und dann bist du nur noch Tabak. Fahr bitte schneller. Und wo bricht ein Vulkan aus? Fangiert uns nicht, da haben wir vorgesorgt. Okay, aber gleich können wir, gleich, jetzt. Okay, dann sagen wir dir, dass du das Zeugs nicht mehr holen sollst, das hier auch nicht. Kannst du schon mal losdüsen und wir benennen dich um auf Tabak. Tabak. So, wie sieht's aus, Kumpel? Hä? Das kann nicht wahr sein, ey. Er will einfach nicht, ne? Der ist so stur geskriptet, dass der jetzt hier nicht an die Seite irgendwo mal einen Marktplatz ransetzt. Das kann nicht wahr sein. Es ist ein Meter, der fehlt. Ein verdammter Meter. Ja, vielleicht auch zwei. Oh, das ist so ärgerlich. Ich wollte dich reparieren, verdammt. Man ist ja nicht so, dass wir irgendwie Stoffmangel hätten, ne? So, genau. Du hast nur noch die Tabakaufgabe und jetzt können wir auch hier oben mal anfangen zu bauen, ne? Sag mal, warum werdet ihr eigentlich gar nicht mehr abgeholt? Weil er sich das immer aus dem Lager zieht, oder was? Oder bin ich hier nicht richtig dran? Ja, dran bin ich eigentlich. Er holt sich das nur trotzdem lieber von hier. So, kannst du wieder losdüsen. Baustoffschiff, lassen wir schon mal ein bisschen Baustoffe wieder aufladen. Hallo? Danke. So. Nimmst noch ein bisschen Holz mit. So. Mal zweimal Ziegel. Ach nee, Quatsch. Für die Getreideproduktion, Brotproduktion brauchten wir gar keine Ziegel. Stimmt ja. Und apropos Ziegel. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Dann legen wir mal los. Irgendwie.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja, schön. 100 Arbeiter auf der Insel. Die einfach nur Brot und Schnaps machen. So eine richtig florierende Stadt ist das. Ja, ja. Sarkasmus Ende. Da musste hier ein Gang rein, da ein Gang rein. Dann wird er hier vorne eine Anlegestelle bekommen. Die Mühle. Zack. Dann machen wir hier noch eine Mühle. Dann kommt die Bäckerei hier dazu. Dann führen wir aber noch einen Weg hier hoch, damit der Marktplatz zwischendurch das auch holen kann, damit das nicht immer der Bäcker holen muss. Baustoffe? Hast du den Klein wieder nicht gehört? Ach nee, du bist noch gar nicht da, deswegen. Ach, der zeigt mir ja da oben das Kreuz auf der Minikarte. Schön, dass ich das auch mal sehe. Okay. Nennen wir es jetzt den Alk-Brot-Kraken? Obwohl, es könnte auch ein Kaktus sein. Aus Final Fantasy. So ein bisschen. Alk-Brot-Kraken. Hat so ein bisschen Krakenform, die Insel, deswegen. Gut, hier noch rumgesponnen hier. Hier kriege ich noch eine volle rein, verdammt. Aber dann müsste ich doch hier auch noch eine reinkriegen. Dann reißt die Mühle nochmal ab. So. Setzt du die Mühle nämlich einfach hier hin. Zack. Zack. So. So. Weil, ich habe einen Beil nie, sondern jetzt kommt hier nämlich noch eine Mühle hin. Und hier hinter machen wir jetzt auch nochmal zwei Getreidefarmen. So. Die wiederum werden hier drüber angeschlossen. Das muss dann halt der Marktplatz erledigen, hoffentlich. Dann haben wir auch noch Platz für eine Bäckerei. Auch nicht. Nein! Kommt ja Türen. Ah, nee. Unten am Kontor vielleicht noch irgendwo. Ja, das ist schon relativ nah. Relativ. Zack. Schon mal näher als die Geschichte hier. So, laden wir ab hier. Ich hätte doch wenigstens einmal Ziegel mitnehmen sollen für die Straßen, ne? Egal. So, Kumpel, ich hoffe, du kommst nicht auf die dumme Idee, hier außen rum zu laufen. Lass das mal schön den Marktplatz erledigen. Außerdem können wir natürlich noch einen weiteren Marktplatz hier ransetzen. So. Dann kann der das ja alles ein bisschen unterstützen. Gut, haben wir schon mal zwei weitere Produktionen reingezimmert. Immerhin, nicht schön, aber selten. Alkohol ist natürlich wieder viel zu viel da von allem. Du kannst schon mal zurückfahren. Und jetzt gucken wir mal. Der will mich doch verarschen, ey. Der will mich doch wirklich verarschen. Ist der jetzt wirklich so dermaßen hardcore geskriptet, dass der hier nicht mehr sich hochbaut? Weil ich die Stelle besetzt habe, wo die, wo der Markt platzen soll bei ihm? Weil ich ihm da die Kirche hingesetzt habe? Das kann nicht dein Ernst sein. Alter. Okay, es bleibt noch eine Option. Wir ziehen den Marktplatz noch mal ein bisschen mehr nach oben, bauen hier die Kirche drauf, reißen die Kirche ab und gucken dann, wenn der Einzugsbereich hier wieder für ihn zur Verfügung steht, ob er da auch einen Marktplatz hinsetzt. Weil dann kann ich getrost meinen Marktplatz abreißen. Weil wenn er hier einen Marktplatz setzt, dann ist der Einzugsbereich auf jeden Fall safe für ihn. Und dann kann ich den Konto abreißen und dann wächst er hoffentlich endlich wieder. Und dann auf die 1000 Einwohner. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich die Mission komplett von vorne anfangen muss, weil ich ihn kaputt gemacht habe. Weiß ich nicht. Hast du aber noch keinen Bock, ne? Nee. Okay. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, der Typ ist sauer auf mich. So, hier machst du mal einen Fuffi. Brauchen wir noch ein bisschen Werkzeuge? Nee. Fuffi für Holz sollte auch erstmal reichen. Ja, fahr schon mal hier hin.
Und dann wird auch gleich mein Timer klingeln. Probieren wir es in der nächsten Folge noch. Überprüft mit der Aktion hier. Handelsrouten. Und wenn nicht, dann ziehe ich mich erstmal komplett von der Insel zurück und wir gucken dann, wie es ihm geht. Machen wir die Handelsrouten wieder an, schicken wir ihm noch ein paar Sondersendungen, Sonderlieferungen so rum. Und dann gucken wir weiter. Vielleicht schafft es ja jetzt. Auf jeden Fall meckert. Jetzt wird mein Timer wieder doppelt, ja. Ich mach nochmal hier unten auf LP03. Safe drauf. Vergesst ihr die Pause. Dann rutschen wir gleich über in die nächste Folge. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht vorwärts gekommen sind, so wirklich. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.